Willkommen zurück, Leute, zu Hot Renew und Tasty. Finalzeit steht an. Im Remake von Outward Apes Odyssey. Das ist Moloch, der Boss, glaube ich. Jetzt muss es nämlich innerhalb von, ich glaube, 2 Minuten waren es. 2:30 schaffen. Den Parcours zu bewältigen. Wow. Ja, den kenne ich nicht mehr auswendig. Das würde jetzt einige Versuche brauchen, das kann ich jetzt schon mal sagen. Das wird einige Versuche brauchen. Also bitte nicht wundern. Muss ich schon mal nicht das machen. Das war schon mal gut. Die Fleischsägen sind nämlich eklig, wie sich schnell schon wieder Rhythmus ist. Die ist schnell, die andere ist. Ja. Ja, da war ich zu nah. Das war scheiße. Ich werde mal absichtlich keinen Safe State erstmal setzen. Weil ich das natürlich in einem Run versuchen will. Wenn es zu lang dauern sollte, kann ich auch einiges rauskappen. Das ist kein Problem. Beispiel solche Versuche. Ich überleg's mir dann mal. Ich will euch jetzt auch nicht zu lange meine Fails hier anschauen lassen. Jetzt selbst natürlich gar noch anzahlen. Gut. Jetzt ist die Frage, kommt man da eigentlich rüber oder so? Das muss ich beim nächsten Versuch mal testen. Das weiß ich jetzt gerade nämlich nicht. Timing spielt recht so eine Rolle. Jetzt schauen wir mal, ob das geht, aber ich glaub's nicht. Also mit dem Hebel aktivieren, wenn ich jetzt dann gleich hier links wieder hochspringe, darüber komme. Also ich glaube nicht, aber probieren wir es mal. Das geht also doch, cool. Das. Ah, okay, dann muss ich hier zurück, okay. Achso, ja, hier muss ich den Aufzug auslösen, dass der Aufzug kommt. Wir sind noch gut in der Zeit. Ach nee, okay. Warte mal, komm, wir setzen da doch schon einen Safe State. Schauen wir mal. Der Aufzug und gleichzeitig auch das Aus der Fleischsägen war das, okay. So. Jetzt müssen wir aufpassen, sonst kommen wieder eklige Stellen, aber wir haben mehr als genügend Zeit. Schaut gut aus. Ja, 1,20, komm. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir alles auf grün schalten. Sehr gut. Weil wir brauchen die Mudakens, ihr könnt es euch sicherlich schon denken, für Shrieker. Die wir erst dann bekommen, wenn wir 3 Stück hier ins rechte Vogelkreisportal befördern. Gespeichert haben wir. Nicht so schlimm. Das wäre jetzt schlimm, aber das können wir vermeiden. Wir sind gut in der Zeit, noch über eine Minute für diese 2. Das passt optimal. Scheiße, das waren jetzt gefühlt ein paar Zehntel zu spät. Zu früh. Man muss halt blitzschnell reagieren, ansonsten sehe ich selber, geht schief. Ja.
war ich jetzt einen Ticken zu spät. Wobei ich hier nicht unter Zeitdruck stehe, da ich ja dann über eine Minute im Schnitt noch habe. Das ist optimal. Aber na gut, ich habe angekündigt, das könnte einige Versuche brauchen. Theoretisch würde es auch reichen, wenn ich die eine Mine hier realisieren würde, aber ich will ja alle retten. Alle 5, ne 6 hier. Ja, er hat es geschafft. Gut. Damit kann ich jetzt schon mal sagen, das Spiel ist schon mal abgeschlossen. Aber ich will natürlich die anderen 2, 3 auch noch retten. Jawoll! Jetzt machen wir trotzdem mal schnell einen Quicksave. So, Jungs und Mädels, würde man sagen, raus hier aus dem Schuppen. Die Zeit ist nicht optimal. Das ist nochmal schnell an hier. Da geht es nirgends weiter. Wir müssen jetzt nämlich gleich durch die Klappe da runter. Und so, jetzt. Baby. Jetzt verschwinden wir mal alles. War die Gasabsperrung, die musste ich machen, weil wenn der Countdown abgelaufen wäre, wäre ein Gas runtergekommen und hätte mich automatisch gekillt. Das killt nur Dark and Slicks und Glarkens waren zum Beispiel verschont worden. Jetzt kommt es darauf an, wie viel Modarkens ich gerettet habe. Entweder das kommt jetzt das Happy Ending, wenn ich mehr als die Hälfte habe, oder das Bad Ending, wenn ich weniger als die Hälfte habe. Ich glaube, ich habe sogar das schlechte Ending. Oder? Sorry, Abe. Ich hatte das schlechte Ending. Ich habe jetzt gerade nicht einmal mehr geschaut, was für ein Status ich hatte. Ja. Am Anfang wollte ich einfach nur durchrushen. Warum es jetzt länger gedauert hat. Ja, das ist die Endsequenz vom Spiel. Nochmal sorry für alle, die sich das angeschaut haben, das Projekt, dass es so ewig lang gedauert hat, dass es jetzt endlich, bis ich es komplettiert habe. So, jetzt ist es endlich mal komplettiert, das ist schön. Jetzt, was steht als nächstes auf dem Programm? Also, machen wir mal ein Fazit zum Spiel. Also, Open New Tasty ist ja das Remake vom PlayStation 1 Klassiker Outward Apes Odyssey. Die Outward Games habe ich gesuchtet in meiner Kindheit. Das ist einfach eine geile Spielserie. Es ist in Deutschland größtenteils unbekannt, was schade ist. Also Ländern wie USA beispielsweise, in englischsprachigen Ländern, war es sehr beliebt. Also USA natürlich, weil da wird es auch natürlich auch hergestellt. Da war es deutlich bekannter als hier in Deutschland. Ich kann es echt jedem empfehlen, gönnt euch mal die Spielserie. Also es gibt die folgenden Spiele für PlayStation 1, Outward Apes Odyssey und Outward Apes Exodus. Dann für die Xbox Outward Munch's Odyssey, da tritt ein neuer Charakter zum Vorschein. Munch und Oddworld Strangers Wrath oder in Deutsch Oddworld Strangers Vergeltung. Letzteres muss ich auch noch machen, also komplettieren. Das war ja ein Walkthrough. Da werde ich jetzt mich jetzt dann auch demnächst wieder dran setzen und da die ganzen Parts machen. Das wird aber noch deutlich länger dauern. Das hier waren jetzt glaube ich noch gefühlt 4 Parts. Ich glaube 4 Parts waren es, so wie ich damals angekündigt habe, bis ich hier fertig werden würde.
Ich glaube, es waren sogar nur 4 Parts noch gefehlt haben. Aber es ist schön, dass ich es jetzt endlich abgeschlossen habe. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben. Wie findet ihr die Oddworld-Spielreihe? Kennt ihr sie? Wenn ja, wie war euer Eindruck von der Spielserie? War sie super? War sie öde? Oder wie gefiel es euch? Oder hat sie euch nicht gefallen? Würde mich mal interessieren. Bald kommt auch ein Remake zu Oddworld Apes Exodus, also dem zweiten Spiel der Oddworld-Spielreihe raus, was den Namen Oddworld Soulstorm tragen wird. Laut Trailer und Informationen wird es viel düsterer werden als damals Oddworld Apes Exodus. Also viel tiefgründiger, besser gesagt, und heftigere Szenen, als jetzt hier in, oder als jetzt damals in Exodus. Laut Oddworld Inhabitants wird das Spiel 2018 rauskommen. Aber auf welche Spielkonsolen es kommen wird, das weiß ich jetzt noch nicht. Ich hoffe mal, dass es für die Switch kommen wird. Also für die Wii U wird es definitiv nicht kommen, da bin ich mir sicher. Aber es bestehen Chancen, dass es für die Switch kommt. Sollte dies der Fall sein, werde ich es natürlich selbstverständlich holen und Let's Playen. Das ist eigentlich Pflicht. Entweder Let's Playen oder ein Walkthrough, muss ich mal schauen, wie ich das mache. Wahrscheinlich ersteres. Was könnte man sonst noch sagen? Also Oddworld, Strangers Vergeltung, da setze ich mich jetzt wieder dran, dass ich da irgendwann im Verlauf dieses Jahres natürlich fertig werde. Oder eher kommenden Monaten, ein, zwei Monaten vielleicht. Ich weiß noch nicht, wie ich vorankomme, wie ich Zeit habe. Aber bei mir ist es auch so, ich habe öfters keine Zeit. Aber die Zeit, wo ich aufbringen kann, die werde ich natürlich auch, über die ich frei verfüge, sage ich mal, die werde ich natürlich auch in Gaming einstecken. So. Also dann nochmal zum Abschluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es würde mich echt interessieren, wie ihr die Spielserie so findet. Als Spielreihe, wie gesagt. Könnt ihr in den Kommentaren schreiben und ja. Wenn ihr genaueres wissen wollt zum Game, könnt ihr mich natürlich auch zum Beispiel im Discord anschreiben, Patrico, #5467. Oder halt einfach kommentieren unter dem Video, dann kann ich euch noch was erklären zu der Spielreihe. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr hattet Spaß und man sieht sich bei kommenden Projekten. Macht's gut und ciao, euer Patrico.